Nun, ansonsten... Zieh dich mal da hinten noch ein wenig an. Ja, einen Moment. So, jetzt sitzt es. Ja, ja. Und draußen, nein, zu viel! Und draußen könnt ihr ein lautes, durch das Holz gedämpfte König hören und dann, wie sich zwei Männer klatschen. Ich glaube, Truck ist jetzt auf Deck. Dann wird es Zeit. Gib mir den Buckler. Nicht anschnallen, ich mach das selber. Ja, in Ordnung. Warte. Vielleicht auch lieber nicht. Warte, ich muss auch noch mal meine Sachen holen. Wir sollten auf jeden Fall noch ein paar Schaufeln, vielleicht eine Spitzhacke einpacken. Ja, ein paar Keile, etwas zum Stützen. Überlad dich nicht. Nun, wir gehen in einen nicht ergründeten Stollen. Sollten auch alles vorbereitet sein. Nun gut. Ja, ich mache mich wieder in den Aufzug an, erzählt Jahan, hol unsere Dinge ab. Mhm. Die Tränke, die Schlafgifte. Ja, genau, Schlafgifte, Grün, Tränen, Kraut, Schwadenbeutel, wie sie nicht alle heißen. Schwadenbeutel, gut. Okay, dann wollt ihr aufbrechen oder noch irgendwelche anderen Sachen vorher? Im Grunde sind wir bereit, oder? Auf ihm? Ich trage mal meine volle Rüstung. Oh. Wie viel Schlafgift haben wir denn? Eins für jeden? Für jeden, klingt gut. Okay. Sechs für Stück. Jede Basaltfaust. Sechs Stück könnt ihr aufteilen, wie ihr mögt, aber sechs Stück. Es sei dir so schon angemerkt, wenn ihr aus einem Schlafgift, wenn ihr Schlafgift zum Einnehmen verwendet, könnt ihr aus einer Dosis zwei machen. Nur falls irgendjemand Pläne hat. Zu den Schwadenbeuteln. Wenn ich die an den Gürtel tue, dauert es fünf Aktionen, die zu ziehen und zu werfen. Es sei denn, du nimmst sie vor dem Kampf in die Hand. Okay, gut. Dann kannst du sie auch Sachen aus dem Gürtel ziehen und bereit machen, sind fünf bis sechs Aktionen. Du kannst auch zielgerichtet, wenn du einen kleinen Schlitz nur in den Schwadenbeutel machst und mit einer gelungenen Probe, ich glaube auf Fingerfertigkeit, kannst du den Nebel in eine Richtung pusten. Ja. Mhm. Ja, ist das ein WDA? Ich meine, WDA, ja. Ja, okay. Wow. Das ist ganz praktisch. Naja, du hängst immer noch an der Fingerfertigkeit. Das ist Unfug, das ist im besten Fall eine 75% Chance. Wenn es im Buch steht, dann ist das erlaubt. Also ich tue mal drei davon an den Gürtel und natürlich den Heiltrank, der kommt auch mit und dann schauen wir einfach mal, ob die für irgendwas gut sind. Ich würde noch einen Heiltrank E mitnehmen und zwei Astralträger QTC. Ich werde die ganzen Dinge, die vom Arena-Kampf noch übrig sind, mitnehmen. Okay. Also die Halbgifte und den neuen Heiltrank. Dann der Mattis. Und Ravim, du kannst sehen, wie mit deiner voll angelegten Rüstung, deine Bohrensichel bei dir, Tränke, all das, was du noch brauchst für diese Blutspiele. Fexarius, der Fexgeweihte, wird dich dann vor dir stellen, sich höflich vor dir nochmal verbeugen und dann seine beiden kleinen Händchen auf die Brust legen. Seid versichert, dass wir diese Dinge im Rahmen der Blutspiele tun, aber für keinen anderen sonst, der jemals gegen die Honax ziehen mag. Dieser Weg scheidet also aus. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich werde niemals ankommen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass solltet ihr in der nachträglichen Besprechung auf diesen Punkt zurückkommen, wie ihr in den Fex-Tempel gekommen seid. Dies gestatten wir nicht jedem. Natürlich. Ihr habt die Regeln gebeugt, nicht gebrochen. Und dann mit einem Drücken schiebt er dich und du verschwindest im Nebel. Löst sich auf. Eine Orientierungsprobe. Hilft natürlicher Kompass aus irgendwelchen. Oh, nice. Ja, klar. Um die Richtung zu bestimmen, ist eine Orientierungsprobe vonnöten. Und warum sollte das nicht so sein? Du bestehst zwar aus Nebel, aber du bist ja nicht im Limbus, sondern du bist einfach nur Nebel. Du weißt, wo du bist auf dem Schiff. Du orientierst dich. Du kannst dich nicht umblicken, weil du kein Gesicht mehr hast. Du bestehst einfach nur aus Nebel. Du merkst, wie eine leichte Brise, der Wind scheint dich so ein bisschen zu erfassen und trägt dich so ein bisschen, aber du schwebst einfach so ein bisschen vom Deck runter und die anderen schauen dir nicht mal mehr nach. Sie interessieren sich aber nicht für dich. Ja, ich würde denen folgen, während die dann zum Fextempel laufen. Ich dachte, wir rudern. Ja, wie auch immer. Rafim ist verschwunden. Hm? Ja. Viel Glück, Rafim. Löst er dich noch und dann setze ich mich in das Boot. Klettere ja unbeholfen rein, aber. Was hast du für. Du hast Selbstsucht, ne? Ja. Immer noch. Würfel mal Selbstbeherrschung. Okay. Sekunde. Es ist ein Nachteil.
Nee, ach, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erschwert um Selbstsucht. Dies ist geschafft, aber ja, ich Jungs, weiß, sorry, ich sehe deinen Angle hier gerade nicht. Was hattest du vor? Oder so? Es geht darum, dass diese hochgeheime Fex-Liturgie jetzt für Rafim gesprochen wird. Du wusstest nicht mal, dass es diese Liturgie gibt, dass sie existiert. Ich hatte tatsächlich erwartet, dass du Perikum-Nebel gemacht. Du kannst diesen Nebel nicht einmal sehen. Fexens Nebelleib, der ist selbst für die Fexkirche ist der geheim und hochgradig speziell. Ja, Gorianon grummelt ein wenig, aber du siehst diesen Nebel nicht einmal mehr. Rafim einfach gedruckt und er war weg. Versuche mich aufs Rudern zu konzentrieren. Ja, ich nehme dann die Bank neben ihn ein und nehme ebenfalls meine Ruder. Machen Sie Silenzium. Hätte uns ja nicht alle vermerken können. Nein, das wäre ja zu viel verlangt gewesen. Silenzio. Ja, Vexarius sitzt doch neben dir. Der nickt einfach nur höflich. Und so kommt ihr dann die wenigen Meter von eurer Drachentöter ohne Namen. Ich muss gerade mal schauen. Armloser Drachentöter. Das klingt ja gar nicht. 70 Meter. Würfeln wir mal eine Bootefahrenprobe. Jeder oder einer? Machen wir eine stellvertretende Probe. 5 Minuten Silenzium. Dann gebe ich mich wohl. Oder willst du dir jemand das? Ich würde das nehmen. Ich gehe mal. Ach komm, ich würfel sonst immer. Dann mach du mal. Ich wollte gerade sagen, ja, dann mach das sonst immer. Ja. 15, sehr gut. So viele Punkte habe ich nicht mal. Ruhige See. Der Regen ist natürlich auch schon lange verschwunden und wenig Strömung und ein bisschen Wind. Wo Rafim ist, wisst ihr nicht, aber dann legt ihr neben einem der anderen Schiffe an, verteut euer kleines Boot, die schauen ihn noch ein bisschen merkwürdig an. Vor allem dann, als sie auch aus dieser stille Blase dann geholt werden. Verstummen die Gespräche, sie fassen sich wieder in den Mund und laufen weg, ihr geht das Ganze und dann könnt ihr nach wenigen Metern im Fex-Tempel eintauchen, wo ihr bereits seht, wie euch eine der Türen aufgehalten wird. Zu diesem Dreiseit und der Vogt Vikar Taron Haider macht euch einfach die Tür auf in sein eigenes Büro, was ihr schon von einer Seite gesehen hatte, nur wart ihr halt selber noch nicht drin. Große Regale, Geschäftsbücher, eine kleine Fuchsstatuette auf einem Schreibtisch, Schreibutensilien, Papiere, alles ist irgendwie voll, Tintenfässer, die da rumstehen. Und er blickt euch an und als dann der Nebel von Rafim hinterhergeschwebt ist, und auch Vexarius drin ist, schließt er die Tür und schließt ab. Herzlich willkommen im Fextempel. Mal wieder. Warten wir jetzt noch auf Rafim oder ist er schon im Labyrinth? Du kannst sehen, wie Rafim wieder rausgezogen wird. Vexarius sieht irgendwas und plötzlich steht Rafim, statt hinterm Vorhang oder durch die Tür durch. Du weißt nicht genau, was passiert ist. Weil es eben auch sehr uninteressant war, aber plötzlich steht Rafim mit voller Montur, mit Rüstungsteilen und Schwertern vor dir. Natürlich. Der ist er also. Das war beeindruckend. Jemand, der dich verstecken kann, Rafim kann auch alles verstecken. Nun können wir dann jetzt gehen. Ich danke euch für eure Unterstützung. Nun, diese Unterstützung ist euch gewiss, weil ihr ein Paktierer jagt, nicht wegen den Blutspielen. Gut. Einerlei. Dann sollten wir jetzt gehen. Ich hoffe, jeder hat alles dabei, was er oder sie braucht. Ja. Und so könnt ihr durch einen kleinen Durchgang hinter einem Regal, wer hätte es geahnt, in Richtung der Labyrinthe gehen. Ein gigantisches Tunnelsystem. Ich möchte, wenn alle reingehen, ich möchte mich ganz vorne aufstellen, also als Erster da aufstellen und dann die anderen, wenn die anderen dran vorbeigehen und einsteigen, gehen mal auf die Schulter klopfen und leise viel Glück murmeln. Und ein Glückssegen sprechen. Mhm. Denn wir sind im Fextempel, fiel mir gerade ein. Auf PP, also die, ne? Auf PP. Die Bonuspunkte nehme ich gerne mit. Ich auch, kann man mal. Das ist gerade ein. Oh, hohoho. Das ist gerade eins, das ist gar nicht erschwert. 2 Punkte Erleichterung für Fextempel, vermutlich sonst nichts. 11 Sternchen über, es wirkt also. Fast eine Stunde. Sollte reichen. Boah. Das glaube ich nicht. Stunde im Labyrinth? Wir werden sehen. 5 Kammer sind 5 Kammer. Ja.
Gut, es ist ein gewaltiges Labyrinth, was vor euch liegt. Zahlreiche Tunnelsysteme, Abzweigung, bereits als ihr dann hier durch den ersten kleinen Gang, es gibt von hier aus alleine drei Richtungen und auch verschiedene, nicht nur Himmelsrichtungen, sondern dann eben auch Höhenmeter, die ihr dann hoch und runter gehen müsst, in verschiedenste Richtungen, aber die Orientierung von Rafim hilft auf alle Fälle, auch wenn er selber noch nie hier in den Gangen und Kammern in den Tunneln war. Könnt ihr euch dann dennoch nicht verlaufen. Zwar das ein oder andere Mal, wo ihr in eine Abbiegung einknickt, die nur Sackgasse, ihr müsst wieder umdrehen, aber ihr verliert zumindest nicht die Orientierung. Und so stapft ihr durch die... Es sind nicht nur Gänge, es sind teilweise auch Höhlen, mal gegraben von irgendetwas Großem, dann eingestürzt, einige Symbole, Runen, Glyphen. Ist das diese Spinnenschrift, von der Spinnenbein sprach? Im Gussbad? Und ihr könnt dann noch mit euren... habt ihr Eulentränen genommen? Ja, ihr habt kein eigenes Licht, ne? Wir haben Eulentränen auf jeden Fall bestellt. Also ich denke, wir werden die dann im Fextempel reingetroffelt haben. Habe ich mir fast gedacht. Also keine Öllampen oder sowas, was ihr jetzt mit euch führt, sondern ihr lauft dann durch die Dunkelheit. Dann. Eulentränen funktionieren nur, wenn trotzdem irgendeine Art von Restlicht da ist. Ja, wir haben doch das Licht meiner Zigarre. Wow. Das könnte reichen. Ja, das reicht sogar. Das lasse ich zu. Ja. Ich habe jetzt Eulentränen plus meine Dämmerungssicht. Dann gib mir mal einen W20 auf der Zufallstabelle. Können wir davon ausgehen, dass wir nicht stapfen oder schleichen? Dann schleicht. Okay. Natürlich schleichen. Ja, da können wir gegenseitig Punkte zum Ausgleichen benutzen. Wenn du vorher ansagst und die Hälfte davon kriegen sie. Die Hälfte? Okay, dann ich gebe mit die Hälfte. Ja, warte, ich nehme mir... Nehmen wir 7 für dann 4. Wow, du Arsch. Schön aufrunden. Natürlich. Ich hab mal jemanden gespielt, der hatte weder Wuchtschlag noch Finte. Der hat immer Wuchtschlag 1, Finte 1 angesagt. Hm, weiß ich. Bin ich. Macht Johnny auch immer. Ich hab bei den Besten gelernt. Okay, also ich kann 4 Punkte ausgleichen. Also Rafim hat 6 über, Jalan hat... Niemand hat's verkackt. Du bist der Schlechteste. Warte, ich bin stolz auf euch. Du bist der Schlechteste. Ich bin der Schlechteste. Warum? Nein, nicht. Ich gebe ihm noch die 4 Punkte, dann ist er auch nicht der Schlechteste. Da oben, ja, okay. Okay, dann schleicht ihr zumindest und werdet nicht direkt bei der ersten Zufallsbegegnung entdeckt. Aber ihr könnt mir trotzdem einen W20 geben. Jeder oder einer? Einen. Erstmal einen. So, der fliegt. 10. Ja, warum würfelt denn keiner von euch? Ihr stiefelt sicherlich seit 10 Minuten durch die Gänge. Da könnt ihr sehen, wie vor euch platschende Geräusche auf euch zukommen und ein gedrungenes Atmen. Bei Angrosch. Scheiße. Wo bin ich? Was weiter? Und er läuft weiter. War das ein Zwerg? Ich glaube ja. Ich signalisiere auf Artak, bitte nur in Artak. Ich versuche im Dunkeln irgendwie rumzufuchteln, aber ich denke nicht, dass man dabei dann viel mitbekommt. Immer zucke ich dann resigniere mit den Schultern und deute weiter an. Was hat mal ein Zwerg hier getan? Okay. Warte mal, ich muss überlegen, ob ich... Nee, mir geht's momentan eher um den Paktierer. Mhm. Hätte sein können, dass du sonst eine verwirrte Seele helfen hättest wollen. Richtig, also gerade die Frage, wo lege ich mein Gewicht drauf, aber der Paktierer ist gegenwärtig wichtiger. Mhm, okay, gut. Dann nächster W20. Gut, dann würfel ich mal. Hier eine Straße. Okay. Ja, ihr stapft weiter durch die Dunkelheit und plötzlich öffnet sich vor euch der Raum zu einer Kaverne, leicht ausgebaut, ein bisschen gülden glänzen. Seid ihr schon bei Salex Kugris? Da könnt ihr vor euch erkennen, an einem Altar mehrere berobte, ist das ein Kult? Sie verbeugen sich allesamt vor einer Statue und murmeln leise. Ich signalisiere Verrückte.
dann auch wir müssen weiter. Da, Frage aus dem Off, wir müssen dann nicht durch, oder? Wir können drum rum. Ihr könnt umdrehen, dann kostet euch das sicherlich nochmal 20 Minuten, aber ihr müsst da nicht durch. Wir können uns auch durch die Novadis kämpfen. Ein geheimer Kult. Mitten in der Lanfa. Novadis. Ja, ein toller Kult, wen schert das? Moment. Ist es nicht, warte, ist es nicht Raffins heilige Pflicht, irgendwie auszumerzen? Nicht jetzt. Im Prinzip bringen wir die um, aber nicht jetzt. Ich muss gerade mal gucken. Helden plus 2 Novadis, also 8 Novadis, die beten. Das ist ja keine Schwierigkeit. Darunter auch Frauen wieder. Und Kinder. Das macht's einfacher. Okay, wir gehen also außen rum. Zuck mit den Schultern, ja. Ein finsterer Gold. Vielleicht haben die entführten Kinder. Ich glaube nicht. Die müssen ihn in ihrer Stutterwaisenhaus zwingen, weil die sonst nicht wollen. Gut, dann bitte der nächste W20. Ihr seid sicherlich schon 2 Stunden unterwegs. Der Glückssegen ist aus. Der Glückssegen ist aus, die 4. Und, er hätte fürs Schleichen witzig sein können. Also. Mittlerweile wird der Gang auch feuchter. Ihr seid mehrere Male noch nach oben gegangen. Teilweise kam euch ein bisschen Wasser entgegen. Raffim, du hast die Vermutung, ihr könntet unter dem Fahrstuhl sein. Das ist auf alle Fälle die richtige Richtung und das würde auch das Wasser erklären. Da könnt ihr erkennen, wie vor euch mitten im Gang, dieses Mal gibt es keine Abzweigung, es sei denn, ihr geht wieder ein großes Stück Umweg. Da könnt ihr erkennen, wie ein großer Ballen mit Seide liegt, der sorgsam umschnürt ist. Was meint ihr? Ist das eine Falle? Kabel mir, was ist das? Es sieht nach einer Falle aus. Ich würde sie weiträumig umgehen, wenn es geht. Wir müssen hier durch. Ist das magisch? Einen Moment. Wird man Odem würfeln. Oder man kann es Umsetzerei. Ja, nur bei mir halt nicht. Also. Jude sagt so. Wow, gute Probe. Ist nicht magisch. Nein, ist nicht magisch. Dann deckt mir den Rücken. Ja. Ich möchte darauf zugehen. Einfach einen großen Schritt herüber machen. Und auf der anderen Seite weitergehen. Also noch einen Schritt weitergehen und dann stehen bleiben nach den anderen Winkeln. Ihr könnt sehen, wie sich eine... Möchte besonders auf Fall auf Stolperdrähte und Ähnliches achten. Ihr könnt sehen, wie sich eine Öllampe da euch nähert. Kann man sich in irgendeine Wandnische decken oder ist der Gang so eng, dass es das nicht geht? Es gibt nur diesen großen Ballen aus Seide, hinter dem man sich verstecken könnte. Oder ihr lauft jetzt schnell einen Schritt zurück. Okay. Ich zauber eine Dunkelheit. Oder so. Dann Dunkelheit. So sehr auffällig. Ich nehme den Ballen Seide und hänge ihn im Gang auf. Nein. Das Ding ist riesig. Also das wiegt sicherlich 500 Kilo. Ja, ich hatte immer überlegt, ob es vielleicht einfach... Zurück. Ist zu spät. Voltax ruft die Sternkraft an und ihr werdet plötzlich in finstere Dunkelheit gekleidet. Ihr wisst nicht genau, was passiert ist, aber Voltax kann auf alle Fälle noch sehen, die anderen nicht. Mhm, genau. Dann gucke ich mal, wer uns da entgegenkommt. Was macht die anderen? Ich mach 3 Schritte zurück. Wir kennen den Trick ja mittlerweile, also Handkontakt nach Voltax suchen. Das nicht schwer sein dürfte, den gleich zu erkennen. Ich greife eure Hände dann auch. Also vermutlich greife ich irgendwie der erste deine Hand und dann der nächste, wir bilden so eine Kette. Ja, genau. Ja, du kannst sehen, wie 3 Seeleute auf dich zukommen und weil ihr nicht Silentium seid, kannst du sie auch sprechen hören. Keine Ahnung, Mochika sollte schon eigentlich da sein. Veniere ja auch. Braun. Scheiße, komm immer unpünktlich. Wir müssen uns echt beeilen. Wenn es wieder zu hell wird, dann sind die wieder auf Zack. Kriegen wir die Seite hier nie raus. Hast du recht. Frauen. Ah, Schmuggeln war früher besser, als das doch ein Männerberuf war. Ja, du hast ja recht. Aber der Seiden, die liegt hier gut, oder? Oh, schon gut. Kommt kein Wasser ran. Ist okay. Ich würde sagen, wir gucken nochmal zum Fahrstuhl hoch. Oh, du hast recht. Kommen die in unsere Richtung oder gehen sie da jetzt wieder weg? Von uns? Sie gehen an dem Seidenklumpen vorbei und der liegt halt genau in der Mitte, sodass ihr euch dann auf die eine Seite des Ballens des Gangs dann schlagen könntet und die gehen dann an der anderen Seite vorbei. Okay, alles klar. Du musst natürlich nur aufpassen, dass deine Dunkelheitszone... Wie groß ist die? Ist relativ groß. Also die werden irgendwann da reintreten. Dann werden sie irgendwann reintreten. Bevor sie reintreten, lasse ich die Dunkelheit fallen. Dann würfel eine sich verstecken Probe. Einfach still stehen.
nicht bewegen. Ja, genau, das ist die Idee dahinter. Ja, okay. Wenn wir uns nicht bewegen, vielleicht klappt's ja. Ja. Die Rats-Logik. Einfach stehen bleiben. Ja, was ist mit den anderen? Sich versteckenprobe. Sich verstecken. Okay. Die erwarten auch nicht, dass wir hier sind. Solange wir die Probe nicht verkacken, sollte das. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Ich liege euch seit Jahren in den Ohren und endlich steigert jemand eure Scheichentalente. Aber sie würfeln mal eine Sinnschärfeprobe. No, 19. Ja, sie gehen einfach dran vorbei. Boltax, auf die Sekunde genau. Du hast die Dunkelheitskreis und lösen sich aus. Sie gehen dran vorbei und unterhalten sich noch. Zum Glück drehen sie sich nicht um oder unterhalten sich seitwärts und einfach nur nach vorne gewandt und bin an euch dran vorbei, während ihr dann alle wie in Zeitlupe starrt, erstmal einen Schock eures Lebens bekommt, als ihr alle wieder sehen könnt und das just, als die neben euch sind. Will ich das hier nach Zigarren rauch? Die Sinneschärfeprobe gilt auch für Riechen. Sie riechen also nicht den Stollen Nummer 5? Nee, mit der 19. Den habe ich auch nicht eingelegt. Du vielleicht nicht. Okay, ich bin überrascht, positiv, aber willkommen. Ja. Also wir anderen haben den angelegt, um in den Tunneln möglichst wenig aufzufallen, weil wir genauso riechen wie die Umgebung. Genau, wir wollten nach Tunneln riechen. Wir hatten leider nicht Tunnel Nummer 3, also muss der Stollen Nummer 5 nehmen. Ist in Ordnung. Aber Mia, du kannst erkennen, wie vor dir ein Symbol mit Kreide gemalt wurde. Ich schaue mir das Symbol genau an. Wird wohl ein Zinken sein. Libyscher Zinken. Ich kann keine Gauner zinken. Oh. Zum Glück haben wir unseren Sexgewalten dabei. Weg mal Fixarius vorne leise. Okay, ich habe schon ganz vergessen, dass Fixarius dabei ist. Aber ist das etwa füchsisch? Das ist füchsisch, ja. Ich wusste, dass Rafim das kann. Ich schwöre euch, ich steige heute füchsisch. Ja, kannst du von mir lernen. Ich wusste, dass es Jala nicht kann, aber ich wusste, dass Rafim es kann. Das ist füchsisch, ein Diebeszinke und viel Beute. Villa Granden. Und ein Richtungssymbol. Oh, ich hab Füchsisch auf 3. Ups. Oh, Richtung geht's zu den Granden. Da gibt's das gute Beute. Ist gut. Wir sind aber nicht wegen der Beute gekommen. Das steht hier trotzdem. Oh, ja. Welcher Villa wir wohl rauskommen? Nun, wenn wir gerade noch in der Nähe des Fahrstuhls sind, wird das hier also entweder die Villa Bonneret oder die Polygon sein. Ja? Wir wollen uns keiner der beiden wiederfinden. Dann müssen wir wohl weiter. Schließlich liegt das Anwesen Kugres auf der anderen Seite des Silberberges. Ja, aber es würde mich nicht wundern, wenn hier noch mehr Zeichen sind. Man halte die Augen offen. Ja, ungefähr 30 Minuten später könnt ihr auf weitere Gänge und Schachtlungen treffen und hier sind viele weitere Zinken und einige wohl wieder verwischt, wohl ausgebessert, nachgebessert, unglaublich viele Zinken, die dann den Wachstatus wiedergeben, was dann dort auf einen erwartet, aber eben natürlich auch der ganze Reichtum, der dort dann auf den glücklichen Dieb wartet. Und sie sind tatsächlich dann eben auch mit Namensglyphen beschriftet, die man sich dann auf füchsischen Symbolen ausgedacht hat. Geizkragen, Löwe, Großartiger. Das kann man natürlich deuten, gerade wenn man aus der Landfahrt kommt. Der Löwe ist natürlich Zornrecht, der Geizkragen ist natürlich Kugris oder Der Großartige ist natürlich Polygon. Ist natürlich Goldo Polygon. Ob sie wohl die Zinken ersetzen müssen, wenn er stirbt? Das sind dann natürlich die Hinweise, sodass ihr euch mit diesen Zinken zu jeweils einem der Gänge tasten könntet und dann die jeweilige Villa betreten könnt. Auf jeden Fall kannst du auch erkennen, einer ist mit dem Rabenzinken versehen. Ja, ich würde euch mal in Richtung der Villa Kukus zeigen. Ja, ihr müsstet durch diesen Gang. Glück waren wir ja schon drin. Aber so wie ich das verstehe, ihr drei und Exarius, du willst auch mit zum Paktierer, richtig? Dann lass uns gehen. Dann ist das hier der Augenblick, an dem wir uns trennen. Vielen Dank. Dann Götter mit euch und Rafim, versuch niemanden umzubringen. Ach ja, das wollte ich euch vorher noch sagen. Vermeidet es, die anderen Basaltfäuste umzubringen, dann versuchen die euch auch nicht umzubringen. Wir haben schließlich der Fexkirche ein Versprechen gegeben. Und packt das uns erwandert. Dann ja. Fängst mit und wenn ihr zum Patriarchen durchkommt, erwähnt meinen Namen bei Dukan Keseda? Danke. Wisst ihr was? Wenn wir tatsächlich so weit kommen, dann lege ich ein gutes Wort für euch ein.
Okay. Und so trennen wir uns. Iamantes, Jarlan, Abelmir versus Zulamin, Boltax, Rafim. Ist es ein Rennen, wer zuerst da ist? Ja. Nein. So trennt ihr euch auf. Wenn die Sache schief geht, können wir aus Kugris Garten vom Rabenfels, also von der Klippe springen. Das wird super. Bestimmt.